Nachdem ich euch im letzten Video schon die Straßenbahn von Rostock gezeigt habe, fahren wir heute mit der S-Bahn von Rostock und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Auch heute sind wir wieder auf mehreren Verbindungen unterwegs in einem Video und befahren dabei insgesamt die komplette Strecke zwischen Rostock und Warnemünde. Zum Einsatz kommt die Baureihe 442, also der Talent 2. Wir starten wieder in meinem Hotel, dem Art Hotel Ana. Und von dort aus kann man nicht nur mit der Straßenbahn fahren, sondern in ungefähr 10 bis 15 Minuten Fußmarsch auch den S-Bahnhof Holbeinplatz erreichen. Das habe ich in dem Fall auch gemacht und könnte entweder eine Station Straßenbahn fahren oder aber man geht einfach zu Fuß und ist in 10 bis 15 Minuten auch da. Hier seht ihr schon den Bahnhof im Hintergrund und von dort geht es jetzt mit der S-Bahn erstmal zum Hauptbahnhof von Rostock. Die gesamte S-Bahn von Rostock wird eigentlich nahezu ausschließlich mit den Talent 2 bedient. Ab und zu kommt vielleicht auch mal ein Stadler Flirt zum Einsatz. Und wir schauen mal rein in den Zug. Er ist für eine S-Bahn durchschnittlich ausgestattet in der zweiten Klasse, also ohne Klapptische oder ähnliches. Zumindest an den Vierersitzgruppen mit diesen kleinen Tischen über den Mülleimern und auch mit den typischen Sitzen des Talent. In der ersten Klasse gibt es etwas mehr Ausstattung. Da schauen wir jetzt mal rein. Die befindet sich ganz vorne im Zug in diesem Fall. Hat hier dann eine 2+1 Bestuhlung. Und das gleiche Sitzmodell mit Leder bezogen und auch nur die kleinen Tische, aber dafür sehr schön mit einer kleinen Streckenkarte versehen. In der Vierersitzgruppe gibt es einen etwas größeren Tisch. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof liegt nur ein Zwischenbahnhof, der Bahnhof Rostock-Parkstraße, den wir hier gerade verlassen haben. Und hier kommen wir dann auch schon zum Hauptbahnhof, treffen hier jetzt gerade auf die Strecke aus Wismar kommend. Schauen hier nochmal ganz kurz rein. Bewegliche Armlehnen gibt es also auch. Allerdings keine Steckdosen, Leseleuchten oder Sonnenblenden. Aber es ist, wie gesagt, auch nur eine S-Bahn. Das heißt, man darf da natürlich sowieso nicht allzu viel Komfort erwarten. Die meisten S-Bahnen von Rostock fahren zwischen dem Hauptbahnhof und Warnemünde. Das Stück befahren alle Linien. Und dann gibt es noch die S2 und S3, die über unterschiedliche Wege nach Güstrow fahren. Früher gab es noch die S4 zum Hafen, beziehungsweise dem Bahnhof Seehafen Fähre. Die ist leider eingestellt worden. Jetzt fahren wir mit einem ganz besonderen Zug der S-Bahn Rostock wieder vom Holbeinplatz, aber diesmal nach Warnemünde. Und zum Einsatz kommt hier ein von Schülern der Thomas-Münzer-Schule gestalteter Zug, deswegen diese außergewöhnliche und sehr schicke Lackierung. Hier nähern wir uns dann nun auch schon Warnemünde an, zunächst Warnemünde Werft und kurz dahinter erreichen wir dann auch den Bahnhof von Warnemünde und der befindet sich direkt am Kreuzfahrtterminal. Hier seht ihr im Hintergrund auch die MS Amadea von Phoenix Reisen, der Bahnhof somit optimal auch für die Anbindung des Kreuzfahrtterminals geeignet. Wenn ihr eure Kreuzfahrt hier in Warnemünde startet, müsst ihr also nur ganz wenig laufen vom Bahnhof bis zum Schiff. Ihr seid also in 5 Minuten
nachdem ihr den Zug verlassen habt, schon im Kreuzfahrtterminal. Deswegen werden auch von einigen Schiffen Ausflüge nach Berlin mit der Bahn angeboten. Da werden dann Sonderzüge eingesetzt, die hier in Warnemünde starten und dann nach Berlin fahren. Und am späteren Abend geht es dann auch schon wieder zurück, noch einmal vorbei an der Amadea, die da auch kurz danach dann ausgelaufen ist. Allerdings war es mir dann doch zu kalt, um das Auslaufen abzuwarten. Und deswegen geht es nun wieder zurück mit der S-Bahn zum Holbeinplatz und zurück in mein Hotel. Diesmal habe ich mich dann entschieden, die Straßenbahn zu nehmen, weil gerade eine vorgefahren ist. Und hier am Holbeinplatz können wir uns auch nochmal die Ausfahrt des Zuges anschauen. Und dann ging es wieder zurück in das Hotel in Rostock. Das war es dann damit auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Video wird es wieder von Rostock aus losgehen, dann vom Hauptbahnhof. Das war es erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.